Botschafter Lee Turner war vor kurzem für 2 Tage in Canton zu Gast. In Klagenfurt angekommen, führte ihn der erste Termin gleich zu Landeshauptmann Peter Kaiser. Besprochen wurde vor allem, wie es nach dem Brexit-Votum weitergeht und welche weiteren Kooperationsmöglichkeiten es zwischen Großbritannien und Kärnten gibt. Österreichs südlichstes Bundesland verzeichnet steigende Zahlen britischer Touristen, ein erfreulicher Trend. Es folgten weitere Gespräche mit dem Wirtschaftskammer Kärnten. Botschafter Turner und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl diskutierten das Potenzial für den Ausbau der Handelsbeziehungen. Danach folgte ein Termin im Klagenfurter Rathaus mit Bürgermeisterin Maria-Louise Matierschitz. Sie ist seit 2015 als erste Frau an der Spitze der Landeshauptstadt im Amt. Auch hier war der Ausbau der Zusammenarbeit das Hauptthema. Nach einem kurzen Abstecher zum Lindwurm, dem Wahrzeichen der Stadt, ging es für weitere Gespräche zum Flughafen. Die Botschaft unterstützt eine bessere Anbindung an Großbritannien. Die Geschäftsführung des Flughafens hat bereits konkrete Schritte gesetzt. Eine Belebung des Flugverkehrs käme dem Tourismus sowohl in Großbritannien als auch in Kärnten zugute. Den Abschluss des Tages bildete ein Gespräch mit der kleinen Zeitung. Auf dem Weg zurück gab es kurz Zeit, um den Sonnenuntergang am Wörthersee zu bewundern. Eine beeindruckende Naturkulisse. Der nächste Tag stand im Zeichen von Gedenkfeiern für im Krieg gefallene Briten und Commonwealth-Bürger. Botschafter Turner nahm unter anderem an einer Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof in Klagenfurt teil.